Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Müller zu Wort gemeldet. Lieber Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich fahre gerne Auto. Ich fahre gerne Auto. Und mit mir fahren viele Millionen Menschen gerne Auto. Aber ich weiß, mein Autofahren schafft ein Problem. Und so zu tun, als wenn wir kein Problem haben mit dem Betrieb von Fahrzeugen, das ist falsch. Das müssen wir als Erstes feststellen. Und deshalb ist dieses angebliche Klimakrise-Geschwätz, Herr Gergel, das ist einfach schlichtweg Leugnung von Tatsachen. Unabhängig davon, ob es denn von Industrie erzeugt, vom Menschen erzeugt, von der Natur erzeugt, es ist ein Problem. Und das wollen Sie einfach nicht einsehen. Egal, wo es herkommt, das Problem der Klimakrise, es ist da. Und wenn wir die Chance haben, im Bereich der Klimakrise etwas zu tun, ich finde, dann ist das fahrlässig und nicht nur fahrlässig, sondern es ist vorsätzlich übel, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger und uns alle damit alleine lassen. Das ist die Folge von dem, was es bedeutet, Dinge zu verändern. Was falsch ist und was falsch wäre, ist jedenfalls unsere Auffassung und meine tiefe Überzeugung, ist, wenn Politik Vorgaben im Wie macht. Ist mir völlig egal, persönlich. Wie das Ziel erreicht wird, die Hauptsache, es wird erreicht. Und deshalb ist es auch gar nicht wichtig, ob es elektrobetriebene Fahrzeuge sind, kraftstoffbetriebene Fahrzeuge gleich welcher Art, wenn das Ziel, das eigentliche Ziel, die Vorgabe, und da bleibe ich immer beim Pariser Klimaabkommen, jedenfalls als das, was konsensual jetzt auch mit der Rückkehr oder erwartbaren Rückkehr der USA zu erwarten ist, wenn dieser Konsens umgesetzt wird, dann ist es im Zweifel egal. Und wenn die deutsche Automobilindustrie, wovon ich fest überzeugt bin, es schafft, Normen, die gesetzt werden, einzuhalten, dann ist alles erfüllt und alles erreicht, was damit beabsichtigt ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, hier wird dann immer verwiesen, also bei allem Verständnis, hier wird verwiesen auf die CO2- und Ausstoßgrenze und NOx-Ausstoßgrenze in China. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in China schon mal in einem Industriegebiet war. Ich war häufiger da, auch bei Geltung dieser Grenze. Ich habe das noch nicht mal im wildesten Straßenverkehr von Frankfurt, München, Gelsenkirchen oder sonst wo erlebt, was man dort mit der Vorgabe dieser Regelungen angeblich nicht mehr erlebt. Also bitte, bleiben wir doch mal vernünftig und realistisch und nehmen wir uns nicht das Vorbild woanders, sondern wir nehmen uns das Ziel. Das Ziel, was wir haben. Und liebe Kollegin Wissler, wenn Sie erzählen, dann haben wir keine 200 Kilometer mehr. Ja, wer sagt das denn? Was ist das denn für eine industriefeindliche Aussage, wenn die deutsche Industrie es schafft, Fahrzeuge zu produzieren mit einer Emission, die lecker ist, um es mal so zu sagen, die uns nicht stört, dann ist doch völlig egal, unabhängig von anderen Themen, ob die schnell oder langsam sind. Entscheidend ist, und das will ich noch einmal wiederholen, dass wir als Politik eine Vorgabe machen müssen. Und diese Vorgabe ist, wir müssen runter von den Klimagasen, egal in welchem Bereich und egal wo. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist das Ziel. Und das Ziel ist auch nicht noch einmal die unendliche Vorgabe. Und das sagt doch übrigens die EU-Kommission. Deshalb verstehe ich auch den FDP-Antrag an dieser Stelle nicht wirklich. Das sagt doch die EU-Kommission noch gar nicht. Die zuständigen EU-Kommissare, mit Ausnahme von Herrn Timmermans, der ein Wahlkampfversprechen einlösen will, aber der unzuständig ist an der Kommission, die zuständigen Kommissare sagen doch ganz klar, wir ermitteln gerade die Voraussetzungen, und jetzt kommt's. Und wenn wir die Voraussetzungen ermittelt haben, dann kommen wir jetzt erstmal in die Folgenabschätzung für die europäische Industrie. Das ist die Aussage. Das ist die Aussage der EU-Kommission zur Frage Euronorm 7. Die steht eben noch nicht fest. Und jetzt so zu tun, als wenn sie feststünde, und das sei alles ganz katastrophal, ist einfach falsch. Und das ist auch die falsche Erwartung, die Sie gerne erzeugen bei Wählerinnen und Wählern nach dem Motto, die Politik tut nichts. Ganz im Gegenteil. Die Politik, auch in der EU-Kommission, tut etwas, indem sie diese Diskussion eröffnet hat. Und die deutsche Autoindustrie beteiligt sich an dieser Diskussion, wie sie sich im Übrigen bei allem Verständnis
auch an der Pariser Klimadiskussion beteiligt hat. Sie ist nämlich von der Bundesregierung damals abgefragt worden, ist gefragt worden, schaffen Sie die Klimaziele? Die deutsche Automobilindustrie hat gesagt, ja, selbstverständlich schaffen wir, und hat danach, freundlich formuliert, nicht ganz wahrhaftig gearbeitet. Sie haben betrogen oder manche sagen beschissen. Und das ist nicht das Problem von Politik, sondern das ist das Problem derjenigen, die Versprechung. Das ist nicht das, ach, die Politik hat auch nicht hingeschaut, Herr Felstehausen, sondern das ist das. Darf ich? Gut. Die Politik hat nicht hingeschaut, sondern sie hat eine Vorgabe gemacht. Und Vorgaben sind einzuhalten. So wie wir uns alle an Vorgaben hier zu halten haben, wir laufen alle vernünftigerweise mit Masken rum, muss das die Automobilindustrie auch. Und wenn sie es nicht tut, macht es eben an dieser Stelle Aua und hat es auch Aua gemacht. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, noch einmal, die Elektromobilität ist ein sinnvoller und ein guter Aspekt der automobilen Fortbewegung. Aber lieber Herr Grüger, ich komme ja zufälligerweise aus völlig der gleichen Gegend wie Sie. In jedem Haushalt eine Ladebox, das geht gar nicht. Das funktioniert nicht. Dann reden Sie vor Ort mit den Stadtwerken. Der Querschnitt in meiner Heimatstadt Herborn reicht zum Beispiel nicht aus für mehr als 2 Schnellladestationen im Stadtgebiet, weil die Elektroleitungen es nicht aushalten. Also müssen wir doch ganz grundsätzlich denken und grundsätzlich anders handeln. Also so einfach ist es auch nicht, wie wir uns das vorstellen. Das ist eine Mammutaufgabe, die Konversion der automobilen Fortbewegung. Aber es ist eine Aufgabe, die die deutsche Industrie mit Sicherheit schaffen wird. Und das ist mein wichtigstes Argument. Die Vorgaben haben der deutschen Industrie noch nie geschadet, egal welche Vorgaben es gab. Erinnern Sie sich an die Katalysatordiskussion, übrigens sehr gefördert. Als der Katalysator in Deutschland eingeführt wurde, da gab es Förderprämien in Menge, damit sich das möglichst schnell durchsetzt. Es hat sich schnell durchgesetzt und es ist zu einer Erfolgsstory der deutschen Automobilindustrie geworden, weil wir die Vorgabe aus den USA, NCAP und was weiß ich alles, was damals die Diskussion war, nicht nur erfüllt haben, sondern wir haben sie übererfüllt, zu einem Modell für die Zukunft gemacht und Autos ohne Ende in die Welt verkauft. Und deshalb sind Vorgaben, die man macht im Ziel, das richtige Mittel der Politik und das richtige Mittel, um etwas zu erreichen. Und deshalb lehnen wir es auch ab, dass wir Vorgaben im Inhalt, wie das Ziel zu erreichen ist, machen. Und deshalb sind die Anträge an dieser Stelle auch der von der FDP, glaube ich, am Ziel vorbei. Denn es geht nicht darum zu sagen, Euro 7 ist nur schlecht, sondern es geht darum zu sagen, ist das das wirksame Mittel, um das Ziel der Klimareduzierung, oder nicht der Klimareduzierung, sondern der Reduzierung der Klimaschädlichkeit zu erreichen. Und letzter Punkt, und deshalb finde ich das völlig überflüssig, die Bundesregierung auffordern zu wollen. Wer gerade gelesen hat, dass die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung gegenüber der EU-Kommission eine Stellungnahme abgegeben hat, indem sie gesagt hat, mit Ihnen geht das nicht, Euro 7 in dieser Form, weiß doch, dass die Bundesregierung all das schon erfüllt hat, was Sie hier beantragen wollen. Und deshalb ist der Antrag an dieser Stelle überflüssig. Und jetzt noch ein letzter Satz. Ich weiß gar nicht, warum immer, aber vielleicht bin ich viel zu neu, um das zu verstehen. Das muss man mir noch mal beibringen. Warum wir immer Anträge stellen, indem der Landtag irgendwelche feststehenden Tatsachen feststellt. Das ist mir, ja, ich sage ja ganz bewusst wir. Das ist durchaus auch selbstständig. Ne? Wir stellen fest, die Automobilindustrie macht Umsatz. Wir stellen fest, Autos haben Räder. Wir stellen fest, Autos sind dazu da, dass man von A nach B kommt. Ich finde, sagen Sie, was Sie wollen. Sagen Sie nicht, was wir feststellen sollen, und im Zweifel machen Sie eigene Vorschläge. Ich finde jedenfalls, die deutsche Automobilindustrie hat diesen Antrag nicht nötig. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Frau Wissler, die Sie ja immer so gerne für sich in Anspruch nehmen, brauchen allerdings auch Wertschöpfung der Automobilindustrie, denn nur vom Sozialgedanken selbst verdient man kein Geld. Und an dieser Stelle lehnen wir beide Anträge ab. Danke. Nicht Ihren, die beiden. Danke sehr, Herr Müller. Herr Grüger würde gerne seine verbleibenden 2,5 Minuten noch für die SPD-Fraktion ausnutzen. Herr Präsident, vielen Dank. Herr Müller, ich habe keineswegs gesagt, dass das so ohne Weiteres möglich ist, überall Ladesäulen oder Wallboxen hinzustellen. Ich habe nur gesagt,
Viele von uns im ländlichen Raum haben bereits schon den Elektroanschluss, übrigens auch inklusive der entsprechenden Absicherung. Also ich zumindest habe ein Dreiphasen-Starkstromkabel bei mir im Haus. Bisher habe ich das für die Kreissäge gebraucht, wenn ich ein Elektroauto habe. Wenn ich ein Elektroauto habe, kann ich das Elektroauto anschließen. Viele andere haben das auch. Vor allen Dingen haben wir aber natürlich im ländlichen Raum nicht das Platzproblem, das wir in den Städten haben. Das war der wesentliche Punkt. Und selbstverständlich müssen wir die Strukturen der Energieversorgung entsprechend ertüchtigen. Aber das ist eine Aufgabe, die leistbar ist und der wir uns stellen werden. Und insofern, denke ich, haben wir da auch einen großen Innovationsfortschritt vor uns. Ich möchte nur noch eine Sache klarstellen. Bei der Euro 7 geht es vor allen Dingen um Stickoxide, um NOx. Das ist keine Klimafrage in dem Sinne, sondern hier geht es um Gesundheitsschutz. Im Wesentlichen geht es um Gesundheitsschutz. Und also nur weil immer versucht wird, das eine mit dem anderen zu vermengen und irgendwie aufzuladen. Das ist eine ganz banale Geschichte. Wir sind auch als Landtag, auch als Hessischer Landtag, verpflichtet, dafür zu sorgen, alles dafür zu tun, alles, was technisch möglich ist, dafür zu tun und die Rahmenbedingungen dafür herzustellen, dass Gesundheitsschutz gewährleistet ist. Und wenn es möglich ist, technisch die NOx-Werte massiv zu senken oder weiter zu senken, dann sind wir angehalten, dafür zu sorgen, dass das passiert, beziehungsweise dann ist dann in diesem Falle, weil das ja eine europäische Norm ist, dass die Europäische Union gehalten, dafür zu sorgen. Und das sollte unseren unbedingten Beifall finden, weil es um Gesundheitsschutz geht und darum geht, auch hier übrigens Todesfälle zu verhindern. Und wenn das ernst gemeint ist, dass wir Todesfälle verhindern wollen, dann müssen wir die auch dadurch verhindern, dass wir für einen immer besseren Umweltschutz sorgen. Ich denke, das sollten inzwischen alle verstanden haben. Und wer es nicht verstanden hat, sollte noch mal in sich gehen, darüber nachdenken. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Danke, Herr Grüger. Als nächstes spricht für die FDP-Fraktion Herr Lenders. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir debattieren heute ein Thema, wo wir hier zwar als Hessischer Landtag kaum Einfluss drauf haben, aber was dennoch für Hessen eine hohe Relevanz besitzt. Denn es sind immerhin alleine in Hessen 53.000 Arbeitsplätze, die von der Automobilindustrie abhängig sind. Es sind rund 16 Milliarden Umsatz, die hier generiert werden, und rund 1,2 Milliarden Investitionen, die nach Hessen fließen. Und meine Damen und Herren, Herr Müller, zwischendurch hatte ich ja mal den Eindruck, dass wir inhaltlich vielleicht gar nicht so weit auseinander sind, aber dass Sie dann doch den Schlenker gemacht haben nach dem Motto, wir müssen das Ziel erreichen und das Ziel definieren, aber nicht die Frage, wie wir zu dem Ziel hinkommen. Und Sie haben mehr oder weniger gesagt, dass es dann frei von staatlichen Einflüssen ist. Und da kann ich Ihnen nur widersprechen. Denn bei dem, was wir machen, sind natürlich das alles, was wir tun, die Normierungen sind staatliche Einflüsse, angefangen bei den europäischen Vorgaben über die Bundesrepublik. Naja, und teilweise macht ein bisschen Macht vielleicht auch mal das Land. Das ist aber eher marginal. Meine Damen und Herren, das sind staatliche Eingriffe. Und Subventionen, Herr Müller, wie bei Fahrzeugen für die Elektromobilität von bis zu 9.000 €, also wenn Sie das geschickt verhandeln, einen Renault kaufen, dann haben Sie sozusagen den halben Einkaufspreis. Gut, ist auch ein europäischer Gedanke irgendwie. Ne? Aber dass das keine staatlichen Einflussnahme für eine bestimmte Technologie sind, können Sie eigentlich nicht wirklich leugnen. Und meine Damen und Herren, da kommen wir genau zum Punkt, den wir als Liberale dabei vertreten. Wir sagen eben nicht, dass wir die Glaskugel haben und wir wissen, wie die Antriebsform für die nächsten Jahrzehnte, vielleicht darüber hinaus, aussehen wird. Was wir für uns aber als Liberale definieren, ist, dass wir an dem Individualverkehr festhalten wollen, dass wir Ihnen nicht, Herr Müller, verbieten wollen, dass Sie ein Auto fahren und auch daran Spaß haben, und wir uns aber überhaupt frei davon machen, wie dieses Fahrzeug angetrieben wird. Und
da bin ich dann eigentlich Frau Wissler sehr dankbar. Die ehrlichere Diskussion hat die Frau Wissler gerade hier angeschnitten. Da geht es nämlich darum, wollen wir solchen Individualverkehr oder wollen wir ihn möglichst weit zurückdrängen? Da haben wir eine sehr klare Position und sagen, die Ziele müssen wir dann, Probleme müssen wir lösen. Fahrrad ist ein wunderbares, also wahrscheinlich das individualste Verkehrsmittel, muss ich dann ganz ehrlich sagen. Ach so, das war, also die Linke, Fahrrad ist okay, wunderbar. Also da habt ihr auch noch einen Teil von. Gut, ich finde die Diskussion übrigens ehrlicher und spannender als das, wie es dann teilweise hier auch von den Grünen geführt wird. Wir haben jetzt dann vieles gehört. Ich finde das spannend, wenn man dann allerdings mit Grünen auf dem Podium ist und mal über die Frage Elektromobilität und ihre Probleme diskutiert, kommen Grüne dann relativ schnell zu dem Punkt und sagen, ja, aber verflucht, das ist ja immer noch ein Auto. Ja, es ist immer noch ein Auto, weil wir daran glauben, dass ein Individualverkehr, ein Auto mit seiner Infrastruktur richtig und wichtig ist und auch ein Stückchen auch Freiheit für die Menschen bietet. Meine Damen und Herren, wir sehen in der Elektromobilität eine Chance gerade für den urbanen Raum. Ich will nicht ausschließen, dass es im ländlichen Raum nicht auch Möglichkeiten gibt, aber als Ergänzungssysteme, als ergänzende Verkehrssysteme, gerade im urbanen Raum große Potenziale mit Sicherheit. Aber wenn wir uns mal anschauen, was die Elektromobilität tatsächlich auf der Langstrecke oder gar im Schwerlastverkehr zu bieten hat, da kommt man, Herr Krüger, nur mal leider sehr schnell an die Grenzen, was die Elektromobilität anbelangt. Aber meine Damen und Herren, vieles von dem, was wir sagen und wie die Zukunft aussehen wird, ob wir denn jetzt nur wirklich alle nur noch mit Kugeln, die irgendwie angetrieben werden, durch die Gegend fahren in dem nächsten Jahrtausend oder dass wir tatsächlich alle schienengebundene Verkehre haben. Also egal, wie man sich das vorstellen mag. Und da bin ich auch bei Frau Wissler, weil es geht nämlich darum, wie wir gestalten wir den Übergang dahin. Und da muss ich sagen, nehmen die Vorgaben, die die EU jetzt hier macht, eine sehr kritische Rolle ein. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass das Problem NOx etwas ist, was wir angehen müssen. Das haben mit Sicherheit zumindest der Abgasskandal und der, wenn Sie mir den Ausdruck erlauben, der Beschiss der Automobilindustrie an ihren Kunden wird deutlich gezeigt. Meine Damen und Herren, E-Fuels, Herr Krüger, können da einen wichtigen Beitrag zu leisten. Und das hier klein zu reden, ist nicht redlich, vor allen Dingen nicht, wenn Sie sagen, Sie kommen aus der Wissenschaft. E-Fuels, gerade in der Kombination mit einer Wassereinspritzung, können NOx-Werte bis zu 50% reduzieren. Die Frage auch, wenn Sie sich die einzelnen Antriebsarten anschauen und wirklich neutral dabei bleiben und sagen, ich weiß nicht, was der ideale Antrieb ist. Es sind ja viele Wissenschaftler hier heute unterwegs gewesen, die alle was wissen über Antriebsformen. Ich weiß es nicht. Aber spannend ist dann zum Beispiel, wenn Sie sich dann mit Antriebsexperten unterhalten, dass Sie sagen, da spielt der Wasserstoff irgendwann eine Rolle, da spielt die Elektromobilität eine Rolle. Aber wenn man es zu Ende denkt, steht tatsächlich ein dieselgetriebenes Fahrzeug, wo der Kraftstoff aus erneuerbaren Energien, aus sozusagen Putzdiesel gewonnen wird, steht am Ende am effizientesten da. Ich kann das nicht beurteilen, Herr Krüger. Vielleicht können Sie das. Ich kann es nicht. Und das ist auch nicht eine Aufgabe von Politik. Wir sagen nur, das, was im Moment als politische Vorgabe aus der EU droht, bedroht am Ende auch tatsächlich einen Wirtschaftsstandort und eine Automobilindustrie hier in Hessen und in Deutschland. Und meine Damen und Herren, Sie sagen nein. Also wenn Sie sich das Ziel anschauen, Herr Krüger, innerhalb von fünf Jahren soll eine neue Normierung stattfinden. Innerhalb von 5 Jahren. Wobei die Automobilindustrie gerade den Euro 6 versucht, in den Markt einzubringen. Herr Lenders, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Ja. Dann drücken wir da genau.
Herr Lenders, ist Ihnen bekannt, dass ein großer Teil der neuen Diesellastkraftwagen bereits schon die Euronorm 7 erfüllen würde? Erfüllen würde oder erfüllt? Erfüllen würde. Ja, das ist mir durchaus bekannt. Ich dachte, da käme jetzt noch was. Ist Ihnen denn bekannt, dass Sie, wenn Sie einen Euro 6 Diesel fahren, mit der modernsten Art, dass das, was der hinten rauspustet, sauberer ist als das, was der vorne anzieht? Also hier wird eine Technologie tatsächlich kaputt geredet, die einer der besten. Ja, ich weiß. Wenn Sie sich mit den Antriebsexperten dann tatsächlich unterhalten, habe ich auch gesagt, schwierig dieses Argument, ich würde es ungern verwenden, aber ich habe es nicht von mir, sondern es ist von den Experten mir so angetragen. Also wir beenden jetzt hier einfach mal den Dialog und Herr Lenders, Sie haben noch ein paar Sekunden übrig, bitte sehr. Sogar ein paar Sekunden, Herr Präsident, aber danke. Ich will Ihnen nur sagen, das, was wir hier debattieren, ist am Ende eine Frage, ob es politische Vorgaben gibt, Herr Müller, und die gibt es. Es ist eine politische Einflussnahme. Das, was wir erwarten von der Politik in Berlin, dass sie nicht den gleichen Fehler macht wie bei den Normierungen davor. Die Automobilindustrie hat nicht freiwillig auf Elektromobilität gesetzt und gesagt, hurra, wir können endlich eine Technologie, die hervorragend funktioniert, an ACTA legen, sondern sie haben es gemacht, weil im Flottenverbund und im Flottenverbrauch durch die Vorgaben der EU solche Vorgaben kommen, so hohe Strafzahlungen drohen, dass es für die Automobilindustrie in Deutschland richtig schwierig wird. Und meine Damen und Herren, was man erwarten kann von einem hessischen Wirtschaftsminister, dass er den Wirtschaftsstandort Hessen im Blick hat und dass das auch zu erwarten ist von einer Kanzlerin, wenn sie nach Europa fährt, dass sie genau weiß, welche Schlüsselbranche wir hier in Deutschland haben und wie wichtig er ist für unseren Industriestandort. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Lenders. Sie hatten selbstverständlich noch ein paar 90 Sekunden übrig, und die haben Sie auch bekommen. So, für Kreissägen und Auto zuständig. Also, für die Landesregierung spricht der Wirtschaftsminister Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe heute noch gar nicht geredet, Herr Kollege Bellino. Also, ich kann nicht schuld sein, dass es 14.50 Uhr ist. Wir sind uns an einer Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, sicherlich einig. Die Automobilindustrie hat eine große Bedeutung für Hessen. Da dürften wir uns alle einig sein. Wir haben 54.000 Beschäftigte im Kernbereich der Automobilindustrie. Das sind 13% aller Industriebeschäftigten in Hessen. Und da kommen noch die Unternehmen dazu, die mittelbar in dem Bereich sozusagen drin sind, also von Ingenieurbüros, Designer oder IT-Spezialisten. Und hinter jedem dieser Arbeitsplätze stecken auch Familien. Auch da, bis dahin müssten wir uns einig sein. Und jetzt ist die spannende Frage, was hilft am Ende der Automobilindustrie langfristig? Das ist die spannende Frage, über die wir reden. Ich glaube, dass an dieser Stelle, was Euro 7 angeht, wir erst einmal feststellen müssen, bisher gibt es diese Euro 7-Norm nicht. Es wird diskutiert über die Frage, ob man nach der Festlegung der alten Normen, das war zuletzt im Jahr 2014, dann nach 10 Jahren, weil man diskutiert ja über die Frage, was kommt ab 2025, eine neue Norm festlegen sollte. Es ist eine Diskussion, es sind Vorschläge eines Expertengremiums auf den Tisch gelegt worden. Und was am Ende die Position der EU sein wird, das ist genau das, worüber dort diskutiert wird. Aber, jetzt sage ich einmal in Richtung AfD und FDP, wenn wir über die Zukunft der Autoindustrie reden, was hilft? Und ich glaube, langfristig hat das mit der Vogel-Strauß-Politik noch nie funktioniert. Also es droht irgendwo eine große Gefahr, und dann stecke ich den Kopf in den Sand, und dann sehe ich die Gefahr nicht mehr, und dann ist sie weg. Das klappt nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das klappt nicht. Mit dem Blick zurück, es ist ja VW angesprochen worden, übrigens auch an dieser Stelle festzustellen, dass ein Abwehrkampf
sozusagen gegen eine Frage, was tun wir für Luftreinhaltung, am Ende manchmal sogar das Problem erst größer gemacht hat. Ich glaube, das ist sicherlich einer der Punkte, die auch die Autoindustrie in den letzten Jahren gelernt hat. Und der Kollege Müller hat den Katalysator angesprochen. Das war übrigens dieselbe Debatte. Da gab es in Kalifornien vor 40 Jahren bestimmte Standards. Und die Deutschen haben gesagt, können sie nicht erfüllen. Irgendwann kam raus, dass aber komischerweise die deutschen Autos, die in Kalifornien fahren, diesen Standard erfüllen. Dann hat man sich die Frage gestellt, wie geht das eigentlich? Also ihr könnt es ja offensichtlich produzieren. Und diese Debatten führen wir in regelmäßigen Abständen. Vor 15 Jahren war es, glaube ich, der Dieselrußfilter, der Partikelfilter, wo die Deutschen gesagt haben, brauchen wir nicht, viel zu teuer, geht nicht, mit allem was dazu. Am Ende stellten wir immer fest, es ging irgendwie doch. Und jetzt ist die spannende Frage, wie bereitet sich die deutsche Autoindustrie darauf vor, dass Luftreinhaltung weiterhin eine große Rolle spielen wird? Und natürlich ist die Luft in China schlechter als in Deutschland. Aber das genau ist ja der Grund, warum die gemerkt haben, so geht es nicht weiter. Und jetzt mit härteren Standards, war übrigens in Kalifornien genauso, zu sagen, aus Schaden wird man klug, in Anführungszeichen. Man hat dann bestimmte Standards eingeführt, wo man einfach sagt, das muss sich ändern. Und es ist angesprochen worden, in China gibt es eine Grenze, die gelten wird in naher Zukunft, die deutlich unter dem jetzigen Euro 6 ist. Und die deutsche Autoindustrie wird sicherlich weiter in ihrem Hauptmarkt Autos verkaufen wollen. Deswegen bin ich mir ganz sicher, dass sie die auch einhalten kann. Und dann diskutieren wir über die Frage Technologieoffenheit. Da sage ich Ihnen ausdrücklich, die Hessische Landesregierung ist technologieoffen. Wir fördern unter höhnischem Gelächter des Kollegen Stefan Naas die Elektrooberleitung an der A5. Wir fördern Wasserstoff im Bereich Güter, im Bereich Züge. Wir fördern Elektromobilität. Wir fördern alle Möglichkeiten, die wir haben, sozusagen an Alternativen in diesem Bereich, weil wir am Ende genau sehen müssen, was sich durchsetzt. Aber ich kann Ihnen an dieser Stelle sagen, was den Pkw angeht, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Elektromobilität, und zwar die Batterie-Elektromobilität, sich durchsetzen wird. Und Kollege Hofmann hat die Zahlen angesprochen, die im November bei den Zulassungen sind. Ja, natürlich, das hat auch etwas mit den Prämien zu tun, völlig klar. Da wird jetzt etwas in den Markt gedrückt, in Anführungszeichen, was vorher nicht funktioniert hat. Aber wenn Sie sehen, in welcher Geschwindigkeit das auch passiert, und da übrigens sehen, dass der Gewinner der Prämien der Renault Zoe ist, dann kann ich an dieser Stelle nur sagen, da hätten manche in der deutschen Autoindustrie gesagt, wären wir da mal ein bisschen schneller gewesen, dann würden wir jetzt davon profitieren. Also an dieser Stelle kann ich Ihnen sagen, wir werden dort eine Transformation erleben, die wird auf jeden Fall kommen. Und die spannende Frage ist einfach nur zu sagen, sind wir am Ende in der Lage, diese Transformation, die auch ihre Verwerfungen haben wird, weil natürlich ist ein Elektroauto technisch einfacher als sozusagen ein hochgezüchteter Dieselverbrennungsmotor. Das wird so sein. Und wenn Sie sich mal anschauen, in Baunatal beispielsweise, da können Sie ja im Getriebewerk sehen, da ist ja alles da. Hier das manuelle Schaltgetriebe, da das DSG-Getriebe, dann noch DSG-Hybrid und dann ist da der Elektromotor, dann ist der Motor schon drin und Getriebe gibt es nicht mehr. Das wird Veränderungen mit sich bringen. Aber am Ende zu glauben, dass man diese Veränderung einfach durch Nichthandeln wegkriegt, das ist am Ende genau das Falsche. Und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass wir in den nächsten Jahren über die Frage diskutieren würden, wie wir diese Transformation begleiten können, wie wir dafür sorgen können, dass am Ende beides geht, Klimaschutz, Gesundheitsschutz und sozusagen zukünftige individuelle Mobilität. Und ich glaube an dieser Stelle sehr deutlich, um es mal plastisch auszudrücken, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Das ist so. Und das wissen inzwischen auch ziemlich viele in der Autoindustrie. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das am Ende auch dazu führen wird, dass die Autos sauberer werden. Und ich will an dieser Stelle noch einmal einen kurzen Blick zurückwerfen. Ich will ja nicht länger reden, damit ich mir den Unmut des Kollegen Bellino nicht zuziehe. Ich will nur einmal sagen, kurzer Blick zurück.
Vor 4 Jahren haben wir über den Diesel gestritten. Genau vor 4 Jahren, vor 4,5 Jahren ging es um den Diesel. Und ich weiß noch, wie ich auf der Verkehrsministerkonferenz gesagt habe, es war nicht unumstritten damals, ja, wie ich gesagt habe, ich bin überzeugt davon, dass es im Interesse der Autoindustrie wäre, wenn man die blaue Plakette einführt. Weil ich damals sicher war, damals hatte der Diesel noch einen Zulassungsanteil von um die 50%, dass am Ende des Tages Menschen eine Antriebsform nicht mehr kaufen werden, wenn man ihnen nicht sagen kann, ihr dürft damit in Zukunft noch fahren. Und die deutsche Autoindustrie und leider muss ich sagen, auch die Mehrheit der Parteien haben sich dagegen gewehrt, weil sie Angst hatten, dass die Dieselbesitzer, die dann sozusagen das noch nicht haben, dann irgendwie sauer werden. Ist eine Haltung, die man vertreten kann. Ich habe damals sogar noch den bayerischen Kollegen gesagt, meinetwegen können wir sie auch weiß-blau machen, ist mir auch egal. Es hat sich am Ende nicht durchgesetzt. Jetzt gucken Sie sich mal an, wo der Dieselanteil in den Zulassungen heute ist. Es ist sozusagen dadurch etwas beschleunigt worden, was sozusagen diejenigen, die dagegen gekämpft haben, dass man eine solche Plakette einführt, genau nicht wollten. Und deswegen bitte ich an dieser Stelle, wenn wir uns über die Frage auseinandersetzen, was passiert eigentlich in diesem Transformationsprozess mit Wertschöpfung, mit Arbeitsplätzen, immer genau zu betrachten, wie kann sowas eigentlich in Zukunft funktionieren und muss man nicht an bestimmten Stellen, auch wenn es hart ist, den Fortschritt wirklich liefern können, bevor ihn andere liefern und die Wertschöpfung komplett weg ist. Und wenn wir darüber dann mal vernünftig diskutieren könnten, dann wäre sicherlich was gewonnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir sind am Ende der Debatte angelangt und überweisen die beiden Anträge zur weiteren Beratung in den WVA. So, meine Damen und Herren, ich rufe jetzt eine 60-minütige Pause aus. Ich verzichte auf das Wort Mittagspause in dem Zusammenhang. Wir treffen uns wieder um 16 Uhr und ich darf Sie bitten, wie üblich pünktlich zu sein, weil wir mit dem Wahlvorschlag zur Wahl des hessischen Datenschutzbeauftragten beginnen werden. Eine kurze Verschnaufpause also bis nachher.